Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer neuen Folge, die ich euch hier präsentiere. Das ist im Auftrag des Königs. Ich bin mal wieder zum Turm hochgegangen und das Problem, gestern mal hier näher einzugehen. Bei dem gestern kann ich nämlich einen Schlüssel stehlen, um die Armbrust in seine Truhe zu tun. Also so soll es die Quest sein. Ja, ich gehe mal wieder hier auf meinem Dritt-Person-Sicht-View. Ja, das wird jetzt schwierig werden, weil im Off habe ich das auch mit 70 Geschicklichkeit, mit 70 Geschicklichkeit probiert. Ihr seht, 68 Geschick habe ich. Ich habe 4 Goblin-Bären, da habe ich dann zweimal gegessen und habe offscreen versucht, auch den Jessern zu bestehlen. Aber Blowing Cake, Pustekuchen, er ist auch wieder hinter mir her, um mich zu natzen, nachdem ich versucht habe, seinen Schlüssel zu killen. Dann habe ich mir gedacht, Achtung, wir gehen jetzt mal wieder hier unter allgemeine Infos. Bei Ruger kann ich leider nichts mehr lernen an Geschick. Dafür gibt es halt eben der Steuermann Halvar, der mich in Geschirr und Stick unterrichten kann. Der kann mir natürlich noch was beibringen an Geschick, um auf 80 zu kommen. Wir rechnen mal nach. Ich habe nur noch 28 Lernpunkte. 15 kostet es für 5. Ja, ha, 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 ha. Und da komme ich erstmal nicht auf 80, weil ich möchte wissen, wie viel Geschick ich für gestern brauche, damit ich seinen Schlüssel stehlen kann. Das ist ein weiteres Dilemma, in welchem ich mich befinde. Dann möchte ich noch an dieser Stelle ganz gerne mich wieder für eure zahlreichen Kommentare meiner Stammzuschauer bedanken, wie zum Beispiel in Vino Veritas. Ja, kommt ein bisschen spät, ich weiß, ich nehme noch im alten Jahr auf, wir haben heute den 29.12. Und da hat er mir gesagt, dass die Aloe natürlich von dem Originalhelden des Originalspiels oben in den Bergen schon weggenommen worden ist. Und er gab mir den Tipp, in den Bergen, also hier bei Onas Hof, wäre ein neuer schwarzer Troll gespawnt in der Nähe der Krypta. Jetzt befinde ich mich natürlich hier auf dem Hof, habe noch viele NPCs, die könnte ich jetzt mal anquaken. Wie zum Beispiel im Bengar. Du bist doch der Bauer Bengar. Was machst du hier? Mein gepachteter Hof wurde von den Orks angegriffen. Wir mussten daher hier flüchten. Sind die Orks noch auf deinem Hof? Ich nehme es an, aber genaueres weiß ich nicht. Oh, kann man durch den Pass? Kann man durch den Pass? Nein, der Pass ins alte Minental wurde von den Orks gesperrt. Da kommt keiner mehr durch. Auch der Zugang durch die verlassene Mine wurde, wie ich gehört habe, dicht gemacht. Die Orks wollen wohl verhindern, dass die Paladine, die sich noch im Minental aufhalten, nach Korinis durchschlagen. Wie sieht es im Minental aus? Da fragst du mich zu viel, ich habe keine Ahnung. Ja, der arme Bauer, den lassen wir mal erstmal seinem Reichtum. Dann gucken wir mal, wir haben Orks auf Bengars Hof. Wir müssen jetzt erstmal bei den ganzen Bauern nachfragen, wie dann halt eben ihre Situation auf den Höfen ist, damit ich überhaupt die Bauernhöfe befreien kann. Der Gärtner, den hatten wir ja schon. Gucken wir mal weiter, während wir auf dem Weg zur Krypta sind. Ich kenne hier nur eine Krypta und die befindet sich da hinten in dieser Richtung. Wer bist du denn? Den kenne ich doch. Haha. Ja, und dann bedanke ich mich natürlich auch wieder bei jemanden. Und zwar bei Taris. Der hat mir nämlich gesagt, wenn Dandolo Gold gefunden hätte, dann könnte ich ja durch Dandolo bessere Waffe geben und gucken, ob er denn Gold da hätte. Dann könnte ich ihm das quasi einfach abnehmen. Aber er hat kein Gold. Danke für den Hinweis. Falls mir das passieren sollte, dass Dandolo plötzlich Gold bekommen sollte, kann ich halt eben mit diesem Trick das Gold sozusagen abnehmen. Danke nochmal, Taris, dafür. Grüße gehen raus. Dann schauen wir mal, wen wir hier haben. Muss mal kurz zwischenspeichern. Aber bevor ich mit Patrick rede, hole ich auch lieber mir dann den Dandolo wieder mit. Wenn wir denn schon auf dem Weg zum Schwarzen Troll sind. Komm mit. Komm mit. Auf. Yep, auf geht's. Mit Patrick quatschen. Oh, Patrick. Hey, du. Hallöchen. Hallo.
Wie ist die Lage? Alles im Lot. Was? Mir hey, nicht? Du. Und sonst? Und sonst? Alles im Lot. Okay, zwei unterschiedliche Fragen, eine Antwort. Hier ist unser guter alter Kord. Hey, schau du. Mal. Hallo, mein Name ist Roland. Hallo. Wer bist du? Mein Name ist Kord. Was ist deine Aufgabe hier? Ich trainiere unsere Söldner im Schwertkampf. Interessant. Würdest du auch mich trainieren? Nee, vergiss es. Ein Kämpfer des Königs werde ich nicht ausbilden. Hab ich's mir doch gedacht, dass der Kord in seinen Kordhosen... in seinen Kordhosen, naja, alles klar. Und nicht mich unterrichten kann. Okay. Schauen wir weiter hier. Wen haben wir denn da? Hier ist ein Pärchen. Hier ist Barbera. Barbera? Verwechsel ich jetzt was? Hallo! Was ist, mein Junge? Sag, was du willst. Ich hab zu tun. Ja, wie ist denn die Lage, Papier? Wie ist die Lage? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen. Dann weißt du, wie es läuft. Aber solange die Orks die Gegend unsicher machen, können wir sowieso nichts machen. Ja, das ist die Barbera. Dann bist du der Bauer von Onas Hof. Soll ich es wagen? Was machen wir denn? Da hinten stehen auch noch welche. Das werden Söldner sein, denke ich mal. Und die würden dann aggro werden. Gucken wir doch erstmal nach hier. Kabalorn. Nee, Kabalorn und Garn. Hallöchen, ein Pfeil- und Bogenschütze. Kabalorn, grüß dich. Hey du. Hallo. Hallo. Sag mal, bist du von der Marine? Dann kommst du aber nicht aus Korinnes. Ich selbst stamme schon aus Korinnes, bin aber Matrose auf dem Kriegsschiff Albatros. So? Wusste gar nicht, dass der König noch Schiffe übrig hat. Dachte, dass die alle von den Orks versenkt worden sind. Aber wie auch immer, an deiner Stelle würde ich hier gewaltig aufpassen. Hier auf Onas Hof werden Soldaten des Königs nicht gerne gesehen. Die Belagerung durch die Orks hat nichts an dieser Einstellung geändert. Also pass bloß auf, was du hier tust. Danke für deinen Rat. Ich werde es mir merken. Aber sag mal, hast du vielleicht Ärger? Ärger? Das kannst du laut sagen. Seitdem die Orks das Lager drüben bezogen haben, haben wir keine Ruhe mehr. Und jetzt haben wir die Kerle sogar im Rücken. Ich wette, dass bald einen Angriff geben wird. Na bloß nicht. Sorry, bloß nicht. Was machst du hier? Woher kommst du eigentlich? Ja, fragen wir mal ab hier. Was machst du hier? Ich passe auf, dass die Orks uns nicht in den Rücken fallen. Wenn die Kerle uns erst vollständig umzingelt haben, sieht es böse für uns aus. Mhm. Woher kommst du eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Aber na schön, ich komme aus der Strafkolonie. Mein Name ist übrigens Kavalorn. Ich gehörte damals zum alten Lager, obwohl ich oft für die Wassermagier tätig war. Wie? Es waren auch Wassermagier in der Strafkolonie? Natürlich. Diese wie auch die Feuermagier waren damals genauso in der Barriere des Minentals gefangen wie die anderen auch. Die Wassermagier konnten übrigens erwirken, dass meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Ja, okay. Was machen die Wassermagier jetzt? Was machen die Wassermagier jetzt? Sie haben mittlerweile alle Korinnes verlassen und sind auf dem Weg nach Varant. Was wollen sie dort? Die Wassermagier gehören dem Volk der Nomaden an. Ich nehme daher an, dass sie ihre Sippe aufsuchen werden. Ah ja, okay. Pfeilbündel wollen wir nicht. Dann haben wir noch Garn. Warum bewacht ihr dieses Tor? Da sieht man doch. Sind hier etwa auch Orks? Orks und einige Monster. Aber rede mal mit Kabalan darüber. Der zerbricht sich schon den Kopf darüber, wie er mit unserem Problem fertig wird. Ja. Jo, klar, ist Garn. Ne? Wer bist du? Mein Name ist Garn. Ich bin Jäger und arbeite eigentlich für Bengar, den Bauern, der auf dem Bandplateau lebt. Aber da die Orks jetzt die ganze Gegend besetzt halten, haben wir uns alle auf Onas Hof zurückgezogen. Oh mein Gott, bin ich verschlafen. Hört sich fast so an. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kein Problem. Für 100 Goldmünzen könnte ich dir zeigen, wie du Tiere, die du erlegst, ausweiden kannst.
Juwelen und andere Tiertrophäen bringen eine Menge Geld auf den Markt. CJ ist CJ, ne? Hier, 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke, jetzt kommen wir ins Geschäft. So, was kannst du mir denn anbieten? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an, was willst du wissen? Drachensnapperhorn kosten 2 Lernpunkte. Na, da werde ich erstmal mal ein bisschen mich zurückhalten. Was macht die Jagd so? Was macht die Jagd? Ich kann nicht klagen. Okay, alles klar. Machen wir nochmal einen kurzen Speicher. Yep. So wie das aussieht, haben die beiden wohl hier diese Feldräuber mal niedergemetzelt, die bestimmt noch genau zu ziehen sind. Ich meine die Zangen. Was haben wir denn da drüben? Hier haben wir noch ein lustig Zwischenlager. Das sieht nach Orklager aus. Ja. Nur ein Wag. Ich sehe nichts. Wieso ist denn hier nur so ein einzelner Wag? Und da hinten ist ein Keiler. Und hier ist sonst keiner. Also? Dolo, wir wissen, was wir machen könnten. Und da ist ein irrendes Licht. So, erstmal den Wag ausnehmen. Ach, das Irrlicht hat mich entdeckt. Also wenn es rot ist. Dann Dolo macht das Irrlicht. Ich mach... Da ist nicht zu holen. Okay, ich mach den Wag alle. Nein. Den kleiner... den kleiner Keiler. Nein, den Keiler will ich haben. Genau, richtig. Ja, gucken wir mal, was wir hier haben. Vielleicht habe ich eine Truhe zu finden hier. Sieht aber nicht danach aus. Hier liegt einfach so ein Brot rum. Mein Gott, das schimmelt doch auf der Erde. Was haben wir denn noch? Ein Bierge? Ein lecker Bierge hier? Weiß ich nicht. Ist das ein Pilz oder Export? Ein Pilz braucht immer 7 Minuten. Export geht schneller. Und hier haben wir sehr viele Felle, die man zu Geld machen kann oder könnte. Schafsfell, Wolfsfell. Und nochmal. Dann haben wir hier eine, ja genau, die ist zwar nicht beschriftet, aber ein Tabak. Den könnten wir denn mal Quest Apfel, doppelten Apfeltabak, Pilztabak, Honigtabak. Ich habe ja genug Tabak. Mal wieder eine rauchen. Ich fühle mich entspannt. Nochmal. Pilztabak. Willst du dich immer ruhig ausgeglichen wirst? Schön. Und ein Honigtabak. Denn da war mir nämlich noch irgendwas im Hinterkopf, desto mehr Tabak ich rauche, ne? Kriege ich magisch Wiesen. Doppelten Tabak. Okay, Pilztabak. Und Honigtabak. Nochmal gucken. Oh, vielleicht nochmal. Nee, ich glaube, das ist dann immer pro Shisha nur einmal die Möglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ihr könnt das ja in den Kommentaren schreiben. Und hier haben wir eine Truhe. Ist was drin richtig? Gut, okay, jetzt kommen wir zu einem Tipp vom Kommentator Taris, in dem ich die ganze Truhe mit der rechten Maustaste, die ich mit Springen belegt habe, oder die eigentlich automatisch mit Springen belegt ist, dass ich die auf einmal looten kann. So, habe ich jetzt hiermit gemacht. Tab-Taste meint er ja nicht, wie er geschrieben hat. Jetzt gehe ich nochmal gucken. Und auch hier geht es nicht. Aber wir gucken mal ein bisschen weiter. Und gucken wir mal eventuell, ob wir eine alternative Geschichte haben. Ich möchte das natürlich auch hier verfolgen. Ah, Steuerung, Zah. So, springen. Alt, Maus rechts. Alt, aha. Dann gucken wir doch mal, ob wir das mit Alt machen können. Also, Truhe. Jetzt gehe ich erstmal auf die linke Alt-Taste, die auch mit Springen belegt ist. Jawoll. So, den Gedanken mal weitergedacht an dieser Stelle. Grüße gehen an Taris raus. Sehr gut. Und so, weiter gucken, was wir denn noch hier als für so lustige Geschichten kriegen. Hier, rostiges Schwert, ein Apfel. Und eine Mulch. Ein Mulch. Rindermulch.
sorgt der Bayer. Noch eine Heilpflanze. Ja, Rindermulch oder Rindenmulch, nicht zu verwechseln. Jetzt gehen wir weiter in die Richtung. Habe ich hier noch was vergessen? Ich könnte da hinten nochmal in die Ecke gehen. Nein, mache ich jetzt nicht. Ich will hier weiter in die Richtung und gucken, ob wir da noch eventuell was finden könnten. Hier, weil hier Berge sind. La Montanara für das Objektiv. Was ist da hinten? Das ist ein Höhlinger. Und in dieser Höhle... Mutana Orkspeer. Aha, sehr gewagt. Na, kurz speichern. Und dann geht's auch weiter. Gibt immer so einen kleinen Versatz an der Stelle. Das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, weil ich die, wie schon mal erwähnt, die Speicheroption einfach abstelle, beziehungsweise nicht abstelle im Spiel, sondern weil ich die sozusagen pausiere. Hey, 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 hey. Guck mal dann, Dolo. Noch ein Lederbeutel. Hier gibt es schöne Sachen. Grobes Breitschwert, Essenz der Heilung und einen mittleren Lederbeutel. Das heißt grobes Kalksbeil. Alter, hier ist jetzt sehr viel Loot. Mal gucken, ich mach mal alt. Ne, mit alt springe ich. Hätte ja sein können, dass ich die Stelle auch auf einmal looten könnte. Hier ist doch noch was. Hier ist doch noch was. Ne, ne, hier ist nichts mehr. Ja, schöne Ecke. Merken. So, hier können wir hochgehen, aber das will ich mit Dandolo nicht machen, weil ich Angst habe, dass er mir dann wieder wegrennt, weil er nicht so Louis Tränkerfähig ist wie ich. Ja, jetzt nähern wir uns mal so langsam der krüppelnden Krypta, denke ich mal. So, oh Gott, ja, hier ist dieser komische Hügel, wo die Orks drin sind. Weiter geht's. Ist hier noch was zu finden? Finden? Nein. Schauen wir mal. Was? Wo, wie, was, wo? Wo? Was ist passiert? Mein Gott, Dandolo kriegt alles mit, nur ich nicht. Da unten liegt ganz nieder ein Skelett. Ein niederes Skelett auf dem Boden. Mann, oh Mann, oh Mann, war das mal wieder... Knappinger. Ach ja, 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 ja. Hier war die Stelle, wo es noch ein paar mehr Skelette gibt. Also speichern. Ho, 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 ho. Na, wo seid ihr denn, ihr Skelettingers? Da hinten. Na, doch nicht mit... Doch nicht mit dem Bogen. Okay. So. Ah, ich habe wieder ein bisschen... einstecken müssen. Und zwar das rostige Schwert. Nicht zu holen. Ich muss mal eben mal kurz meine Waffe hier ziehen, damit, falls eventuell genau richtig wieder einer kommt, ich will auch mal ein Skelett hier erledigen. Ja, und wir müssen was essen. Was Leckeres essen oder was Leckeres trinken. Wir haben ja hier genug Zeug. Ups. Mal in diesem dunklen Wald. Wald, Wald. Gobos. Ja, Gobos-Skelette. Schöne Nummer. Auch die nützen mir für mehr Erfahrungspunkte. Da ist nicht zu holen. Denn, gucken wir nochmal auf unseren Charakterprofil. Wir brauchen ja gar nicht mehr viel. 23.000, nein Quatsch. 232.230. Das sind 70, das sind noch 270 Points, die übrig sind. Damit ich wieder 10 Watt Lernstärke kriege. Nein, Steintafel der Stärke. Wieder weitere 10 Lernpunkte bekomme. Und dann könnten wir ein bisschen unsere Geschicklichkeit aufwerten und dann endlich mal versuchen, den... Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. War es gestern? Stopp, stopp, stopp! Zieh doch mal deine Waffsche hier. Jetzt sind wir drei Goblin-Skelette. Und wo ist dann Lolo? Nicht einstecken. Oh. So, kaum rede ich von mehr Experiences Points, ist es passiert. Brauche mehr Geschick. So, noch irgendwas? Dann Lolo, alles gut? Hast du's? Nicht zu plündern. Na, ich lasse liegen. Die haben eh nur Knochen oder sonst...
nichts Besonderes. Ja, der mühselige Weg zur Krypta. Halt Pflänzle. Ja, Kräuter pflastern seinen mühseligen Weg. Mal auch liegen lassen, aber was soll's. Blutfliege, kurz speichere hier. Es fliegen die Blutfliegen am rauschenden Bach, ist da ja nicht. Es sind ja die rauschenden Geister bei der Krypta. Wie wär's mal, wenn ich auch mal was machen darf? Ja gut, okay. Ja, oh, ich glaube, da fahre ich schneller. Okay, jede Menge Blutfliegenstacheln. Der Krypta, was macht der Krypta da? Ich weiß, hier war doch noch eine. Ach, ist ja auch nicht so schlimm. Da sehen wir erstmal das. Hier ist noch eine. Genau, richtig. Sehen wir erstmal das Umfeld von der Krypta hier mal erledigen. Diese komischen Krabbeljauchzer hier. Ah, okay. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ach, das haben wir erledigt. So. Kann das sein, dass da unten ein schwarzer Troll ist? Ist hier die Sache mit dem schwarzen Troll gemeint? Ein schwarzer Troll. Ich habe ja ein Trollbein unten bei dem Waldgeist gesehen, aber das ist ja nicht nahe Onas Hof. Oder war da das doch? Dann lache ich mich jetzt aber kaputt. Dandolo, wo bist du? Dandolo ist wieder weg. So ein Schamdidel, Schamdudel. Ja, wo ist er hin? Das ist die große Frage. Der ist einfach so jetzt verloren gegangen. Er wird aber trotzdem, wenn er mich nicht findet, zu seinem letzten Ausgangspunkt, hoffe ich doch, gehen. Ich hoffe es. Wo ist jetzt die? Ach, da hinten sind noch zwei. Ach komm. Lästiges Insekt. Du nervst, du lästiges Insekt. Na. Ein Insekt. Merkwürdig. Ja. Also, wenn denn hier nichts sein sollte, von wegen schwarzer Troll. Okay. Ein bisschen hier den Keiler erledigen. Da sind ja mehrere Keiler. Na, danke sehr. Das gibt Fleisch und Keilerfälle. Auf alle Fälle. Und was hinten jumpt? Ah, da jumpen noch ein paar Scavies rum. Okay, also hier ist nichts. Hier ist nichts. In diesem Sinne. Hier ist noch ein Schattenläufer. Nee. Dandolo habe ich verloren. Der ist einfach so abgehauen. Dann gucken wir doch mal, ob wir ihn wiederfinden. Jep. Gespeichert ist. Jetzt möchte ich gucken, ob ich nicht eventuell zum Korinis Varaninsel. Was haben wir? Korinis Leuchtturm. Korinis alte Pyramide. Korinis Milizlager Onas Hof. Da werden wir jetzt mal hinfetzen. Hallo Leute, ich bin wieder da. Okay, jetzt bin ich gleich hier oben. Wer sagt denn so? Jetzt gehen wir runter zu Ona. Zu Dandolo, sorry. Ja. Balthasar haben wir noch gar nicht gesprochen. Störe ich? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Wie kommst du denn darauf? Ich bin ein Kämpfer des Königs und kein Lehrling. Oh, ach so. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Das höre ich. Welche Arbeit machst du hier? Oh, ich hüte die Schafe. Und das mache ich schon seitdem ich denken kann. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, musst du wissen.
wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Ja? Alles in Ordnung? Ich kann nicht klagen. Danke der Nachfrage. Bitte, bitte, Balthasar. Folglich, logischerweise müsste Dandolo doch hier wieder sein. Nein, ist er nicht. Ich habe eine verloren, habe mich hier zurückteleportiert. Wo ist er denn jetzt? Also ich habe nicht irgendwie nochmal neu angefangen. Habt ihr den Sprung gesehen? Ich lasse jetzt einfach mal Dandolo durch die Weltgeschichte hier herumirren. Obwohl, er müsste doch... Wo ist er denn? Bin ich echt ein bisschen verwiehert. Guck, wie so ein Pferd vom Ochsentor, du. Shit. Dann machen wir jetzt mal einen Sprung woanders hin. Und zwar da, wo der ehemalige Troll sein soll. Bei dem Waldgeist. Und zwar hier. Hier haben wir ja unseren Grom. Und eine Baumsäge. Und da hinten... Ja, Gothic 2 ist klar, da ist ein Troll. Aber ist das der schwarze Troll, den er gemeint hat? Der sieht aber nicht schwarz aus. Gucken wir mal. Da steht nur Troll. Ach, wie toll. Soll ich es wagen, diesen Troll zu jagen? Oder gar zu schlachten mit meinem Messerchen? Ihm nach dem Leben zu trachten. Oh, das war jetzt eben spontan, Leute. Wollen wir mal gucken. Da sind ja gleich Zweie. Stimmt ja, es waren ja Zweie. Ja, winke, winke. Und wieder umdrehen, das will ich aber nicht. Ich will nur dich. Oh, ob ich das schaffe noch. In der Zeit. Na. Oh, die hat mich aber gut gepuncht. Und weg bin ich. Dann werden wir das mal anders machen. Und zwar, so wie ich das früher immer gemacht habe. So, lassen wir ihn erstmal rankommen. Ja, genau. Der andere, gut, okay. Der ist noch in Ruhestellung. So, jetzt kommt er hier angejapscht. So, erstmal ein bisschen Sicherheitsabstand nehmen. Ja, ist gut. Und dann das Ganze ein bisschen hier. Nee, so nicht. Du sollst doch nicht auf diesen Felsen klettern. Na, rum, rum, rum. Steht er hier auf dem Felsen rum, Leute? Nein! Jawohl, ich habe mal die beiden Trolle hier auf mich gezogen, um zu gucken, ob hier was versteckedeit ist. Zum Beispiel diese wertvolle Aloe. Aber da das hier wohl ganz zwei gewöhnliche normale Trolle sind, finde ich hier nichts weiter als ein paar Kräuter, eine Steintafel, Kronstöcke und Rapier! Rapier, wo ist denn hier die Steintafel nochmal? Die war doch, glaube ich, hier. Das ist mir zu nahe. Oh, alter Schwede. So kann man auch einen Boxkampf gewinnen. Ich hole sie mir noch ein bisschen weiter raus. Damit ich an die Stelle kann und noch die Steintafel hole. Okay, wunderbar. Weil ich habe nämlich offscreen auch versucht, irgendwie einen Troll zu killen. Das ging leider nicht. Steintafel des Bogenschützens. So, war sonst noch was? Ne, sonst war irgendwie nichts, ne? Ja, dann wird das doch wohl der Hinweis mit der Krypta gewesen sein. Da muss ich dann hinten an der Krypta nochmal nacherleben. Schwarzen Troll suchen und vor allem wichtig ist, dass ich dann Dolo wiederfinde. So was Beklopptes jetzt aber auch. Scheiße. Ja, seid ihr jetzt ruhig? Nein, die sind nicht ruhig, die müssen weg. Die dürfen nicht mehr hierher kommen. Bleibt da hinten. Ja? Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, tut mir leid. Also für die Folge konnte ich leider keine Geschichte finden. Vielleicht kriege ich ja noch den Dandolo irgendwann zu fassen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Und ihr wisst ja, Kommentar und ein Daumen wären hilfreich. Ich hoffe auch, dass ihr ins neue Jahr gut übergekommen seid, falls ich es nicht schon in der letzten Folge gesagt habe. Ich suche hier noch nach Dandolo. Aber nix da. Schade. Ich sage Tschüssi.